There is a fifth dimension beyond the realm of the English language. A dimension where language is as guttural as Klingon and as timeless as Latin. It is the middle ground between light and darkness, between France and Poland, and it lies between the Rhine and the Elbe. This is the German zone. Enter the world of young Grant Forrest. Age 20, diligent student of a local university. Late into the night, he toils away at his language studies, working away at a furious rate. I rearranged to add in a capital letter. Little does he know, as he slips slowly into his dreams, that he is about to also slip into the German zone. Brandt! Brandt, wake up! What's his loss? It's your brother Zed. You're gonna be late for your assignments. Gott im Himmel, ich bin in Eile. Vielen Dank, Zed. Entschuldigung. Gott im Himmel, ich bin in Eile. Vielen Dank, Zed. Yeah, I heard you the first time. Zed! Kannst du mich verstehen? Yeah, and you're as full of nonsense as usual. Was kannst du hören? Welche Sprache habe ich gesprochen? English, although usually I tune you out. Danke, ich muss gehen, ich habe Schularbeit. Vielleicht ist es nur ein Traum, ein schrecklicher Traum. Was ist los? Was kann ich tun? Denken, denken. Ich bin ein Student. Ich kann meine Stärken aufspielen. Ich kann Studi. Das ist... Das ist... in Deutsch. Hallo, Brandt. Willkommen aus meinem Büro. Wer sind Sie? Ich heiße Freud, der wunderbare Psychiatrist. Hast du über mir gehört? Ja, Sie sind tot. Ich sehe, dass du habe über mir schnell verteilt. Es tut mir leid, ich habe das nicht gemeint. Gut. Ich habe deine Datei und es sagt, du bist ein Student. Ist das richtig? Ja, ich bin ein Physikstudent.
Ah, Physik. Nicht so gut als psychiatrisch Untersuchung, aber ganz gut. Herr Freud, kannst du mir helfen? Ich kann kein Englisch sprechen. Du sollst deinen Englischlehrer fragen. Du verstehst nicht. Ich... Ich glaube, weil ich hier bin, du musst psychiatrisch Hilfe brauchen. Vielleicht das würde mir helfen. Natürlich kann ich dir helfen. Ich bin Freud. Okay. Sag mir über deine Mutter. Wie würde es mir helfen? Es würde dir nicht helfen, aber es würde mir viel Spaß bringen. Ich habe 20 Jahre bei meiner Mutter gewohnt. Ah, du bist nur ein Kind. Was? Nein, ich bin kein Kind. Wenn du nicht ein Kind bist, wie ist dein Beruf? Wie verdienst du Geld? Ich verdiene ein bisschen Geld jetzt, aber ich mache Webcomics. Ja, ich mache gern Webcomics. Du verdienst ein bisschen Geld, aber du bist kein Kind. Du wohnst mit deiner Mutter, aber du bist nicht ein Kind. Und du machst nur Webcomics, aber du bist kein Kind. Bist du verrückt? Was? Nein, ich bin klug. Ich bin sehr klug. Ich sehe, er ist verrückt und sehr warm. Das ist falsch. Das ist falsch, unhöflich und nicht hilfreich. Halt dein Mund. Ich bin ein Psychiater und mein Wort ist final. Entschuldigung? Du sagst, ich bin verrückt. Du sagst, ich bin ein Kind und du sagst, ich bin wahn. Das stimmt nicht. Ich bin ein Physikstudent mit tollen Noten. Nun, es ist schon interessant, aber ich muss verlesen. Fein, los. Ich brauche dich nicht. I'm speaking in English. I'm cured. Gestern Brand war ziemlich verrückt. Warum so? Ich weiß es nicht.